Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Spiel. Heute wurde es veröffentlicht in einer Vorversion, in einer Pre-Release. Es ist noch auf Englisch leider, es gibt noch keine deutsche Version, aber hier ist das Game Mountain Blade 2 Bannerlord. Ich bin ja ein extremer Warbands-Fan, also Mountain Blade Warband-Fan, und ich konnte es einfach nicht fassen, als es wirklich einen veröffentlichen Termin gab, und ja, ich bin überwältigt. Ich habe es schon ein bisschen angezockt und ja, es ist leichter geworden, es ist fairer geworden, es ist schöner geworden, es ist umfangreicher geworden, es ist einfach überwältigt. Ich bin ein Riesenfan und das wird ein spezielles Let's Play, es wird ein Rollenspiel-Let's Play sein, also ich fühle mich wie als würde ich jetzt im Spiel, so wie im echten Leben sein. Und deshalb manchmal auch eventuell ein bisschen böse sein werde oder ein bisschen nett sein werde. Ja, einfach alles so, wie man halt eigentlich für sich auch schaut und für andere. Ich werde nämlich das so machen, dass ich ein Feld führen werde, ein Feldherr, und nicht unbedingt immer alles alleine mache. Deshalb ist einfach mal, ich hoffe, dass der Sound jetzt nicht allzu leise oder zu laut ist. Er war eingestellt eigentlich ziemlich gut, aber doch noch ein bisschen zu laut. Deshalb habe ich nur auf 16. Wo ist das jetzt gewesen? Das weiß ich nicht mehr. Ah, hier, okay. 68% habe ich, okay. Und hier habe ich eigentlich ziemlich alles hoch. Ich habe die Schatten runter gemacht, weil OBS Probleme hat mit dem Schatten. Aber das ist eigentlich nur das Filtering. Und das ist beides an. Das ist gut und high, sondern very high. Genau. Und da unten habe ich Film Grain und Motion Blur, weil das einfach nicht realistisch ist, ausgemacht. Alles andere habe ich angemacht. Und bei Gameplay, ja eben, gibt kein Deutsch. Wir können auch auf Russisch spielen von mir. Ich glaube, das ist Russisch. Russisch. Das ist Chinesisch. Das ist Chinesisch jetzt. Egal, irgendwas, aber Türkisch, ja, ist mir leider auch nicht so bekannt. Ja, müssen auf Englisch spielen natürlich. Die ist auch die Maussensibilität ist viel zu groß eingestellt gewesen, aber das liegt an meiner Maus. Und die Steuerung sollte eigentlich okay sein. Also, wir machen jetzt weiter. Natürlich mit der Kampagne. So, meine Damen und Herren, ich bin ein ganz schlimmer Finger. Nein. Wir beginnen lieber ein bisschen netter. Ja, ich bin einer der neu in Kalrazin ist es wahrscheinlich noch, aber es gibt andere Völker. Und ich habe einen Plan. Ich möchte gerne den Krieg beenden, den Frieden wieder aufrecht erhalten und vor allem die Tiere und anderen. Ja, sanften Menschen helfen. Und dafür muss ich mich leider einem der 6 Völker anschließen. Oder es geht wahrscheinlich auch ohne. Nö, es geht nicht ohne. Aber es gibt zum Beispiel die Vlandians, das sind Abenteurer im Westen. Sie sind, ja, sie haben eine feudale Sozialität und sind nobel. Sie bekommen als Bonus 20% mehr Upgrade-Erfahrungspunkte für Truppen in Kämpfen. Also sie bekommen mehr XP für die Krieger über, die sie einsetzen. Dann haben wir die Sturgians. Sturgians. Sie sind im Norden. Sie sind ein nordisches Reich. Wahrscheinlich wie die, wie hießen sie schon? Pantanen. Irgendwas mit V oder mit Ding. Ja, schon lange nicht mehr gespielt. Also sie sind ein Schneevolk und sie sind ja, in geschneiten Wäldern, in Steppen, also in Tundras unterwegs. Und ja, sie haben Nordverkäufer, sind gute Jäger und Wanderer und tun sehr weit. Laufen, um traden und für Plunder, also ja, für Schrott. Sie sind schneller, 20% schneller im Schnee. So,
Dann das Empire, das ja, König, Kaiserreich sozusagen. Ja, Coloradian, also es ist ein Königreich. In Coloradian ist mehr technologisiert. Genau. Wenn ich das auf Englisch lese, kann ich das auf Deutsch Englisch sagen. Und sie haben ja gute Verhältnisse zu den Nachbarn und sind ein Meister des ja, Technischen und haben schöne Architektur scheinbar. 20% Konstruktionsspeed-Bonus für ja, Dorfprojekte, Reparaturen und Kriegswaffen. Das hört sich sehr gut an. Aserai. Die Aserai sind im Nashara, in der Nashara-Wüste und sie sind ein Mix von einem nomadischen und ja, beheimatete Oasen, ja, Farmer, Bauern und haben die besten Handelsrouten in Coloradian. Sie haben also Karawanen sind 30% günstiger zum Bauen und haben weniger Handels, ja, Penalty, also, ja, das Ding, das Gleichgewicht, also sie sind besser, 10% besser als die anderen. Kusaitz. Die Kusaitz ist eine Konföderation aus einer Steppe, also Steppenlanden, und sie führen ein nomadisches Leben. Sie möchten, ja, sie sind im Osten vom Empire, Volk da oben rechts, und führen ein nomadisches Leben mit Pferden. Auch Mounted Archery Shooting, also von Bergen herunterschießen, sind sie sehr gut. Sie haben Extra Speed 10% auf Pferden in der Kampagnen-Map. Und als letztes, die Patanians sind ja ein uraltes Volk der Wälder und leben im Norden von Coloradia und im Empire, dem Königreich. Empire heißt, ja, was hieß es schon wieder, also einfach das ja, die Republik. Und sie haben große Äxte und Zweihandschwerter mit tödlicher Effizienz, also führen diese tödliche Effizienz. In Wäldern haben sie 10% weniger also im Wald haben sie weniger Penalties, also weniger schlimme Dinge, okay, Probleme. Ich habe lange entscheiden wollen, aber ich finde eigentlich, ich möchte gerne, weil ich in Warband eigentlich kaum die Wüstenvölker genommen habe, ein Wüstenvolk nehmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist in Sachen Hunger und so, aber ich möchte gerne beritten sein und am besten Bogenschützen, berittener Bogenschütze. Und dafür die, ja, es ist halt ein Burgenbelagern nicht so gut. Aber wir haben kein negatives in Bogenbelagerung. Also eigentlich ist nur das Empire ein bisschen überlegen auf uns. Ich möchte ja auch nicht unbedingt so extrem effizient spielen wegen dem Rollenspiel. Deshalb nehmen wir das. Und wir machen uns natürlich ein bisschen schwarz. Naja, so ein bisschen einfach dunkel. Also mal schwarz schauen. Also schwarz ist eigentlich nicht schlecht. Aber ich möchte gerne so sein. Wir sind männlich. Up the ladders! Two ladders! Form a line! Circle facing outward! Ja, da passt es rein am besten. Und Voice Pitch. We won! Pick your targets! At last! Ladders up! Also die Höhe des Tons machen wir wieder ein bisschen. At last! Ladders up! Point up! Passt mir nicht so. Arm shields!
Ja, so. Ah, die Höhe. Ah, die Höhe des. Wir sind ungefähr. Ja, was ist 1,87 ungefähr? Hm. Ich denke nicht mehr als 2 Meter, oder? Dann machen wir das mal. Ja. Ungefähr so. Dann haben wir die Augenpartie, würde ich gerne so lassen. Ja. Es sieht aus wie Sylvester Stallone. Eher so ein bisschen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, was was ist. Also nicht so gut. Wir müssen einfach die Augen. Das sind kleinere Augen. Ja, er schaut halt echt so ein bisschen, ja. Na gut, wir lassen das so eigentlich. Wir wollen jetzt nicht unbedingt so viel umstellen müssen. Sonst sind wir elend lange dran. Ich sehe halt einfach aus, so wie man halt dort aussieht. Und leider sieht man die Haarfarbe nicht, so machen wir die mal heller. Vom Hintergrund her. Ich bin eher so einer, der möchte irgendwie so Raster oder so nehmen, weil das irgendwie passt. Aber es gibt kein Raster. Oder so etwas? Nee, das ist nicht so schön. Hm. Ich habe jetzt auch ein Volk genommen, das wahrscheinlich nicht jeder nimmt. Oh ja, so. Komm. Ich finde irgendwie die Frisur am schönsten. Weil so ist es auch wieder nicht so. Okay, aber ein Bart müssen wir auch noch nehmen. Gandalf der Weise. Ja. Da. Ha! Wir sind ein krasser Mann. Wir müssen allen zeigen, dass wir krass sind. Ich mache nicht ganz dunkel. So. Und Markierungen müssen nachher natürlich auch her in Rot oder in Gelb, wie das Volk ist. Ja, es ist jetzt gerade nicht so schön, so viel im Gesicht zu haben. Ich möchte gerne irgendwas, was zum Volk passt, aber da gibt es halt noch nicht so viel Auswahl. Das wird natürlich alles expandiert. Ja, Namen möchte ich nicht. Ich will irgendwas. Ja, ich kann mich echt nicht entscheiden. Da müssen wir halt einfach etwas nehmen. So ist doch süß. Ich finde es irgendwie gut. Ist auch gut. Hm. Ja. Ich nehme die, aber in einer anderen Farbe. Ja, ist auch nicht so gut zu sehen. Jetzt kann ja doch schwarz gibt es. So ist eigentlich cool, aber wieso kann man das Weiße hier nicht dunkel machen? Und ein bisschen Ding. Ist halt alles. Also ich sehe echt nicht gerade wie ein heldenhafter Krieger aus. Ja, machen wir mal nichts. Hä? Ich finde Markierungen, ja, nicht unbedingt nötig. Also ich bin keiner, der sich tätowieren lässt. Ich werde wahrscheinlich nie ein Tattoo tragen, aus einfach persönlichen Sachen. Also wir sind geboren in einer Familie von einem Kindsvolk, der Emir, einem Kriegssklavenhändler, also vom Kriegssklaven, ja, normalen oder unfähigen ja, Händlern, Oasenfarmers, Beduinen oder Abenbeck Aletax. Das kenne ich jetzt nicht. Ja, sieht auch so aus wie ein kleines Dorf-Ding. Ich werde mal schauen, haben wir Vigor, Control, Endurance, Cunning, Social, Intelligenz. Ich würde ja gerne in die Intelligenz gehen, aber Social ist fast wichtiger wegen den verschiedenen Truppen, also Leadership und auch Händler so. Wir müssen ja auch am Geld kommen. Deshalb, ja, die Merchants. Okay.
So, jetzt sind wir klein. Wir sind als Kind, ja, haben als Kind am besten die Anführerskills. Die Fähigkeiten des als Anführer gemacht. Oder als Braun. Braun ist. Aha, so ein Axtkrieger ist einer, der sich schon mäßig wehren kann. Dann, ja, fürs Detail. Für Nummern. Anzahl der Nummern. Für, ja, Leute beeindrucken. Und für, ja, Pferde reiten. Ich finde, also Pferde sollte auch sein. Social wird nicht gebufft. Das wird Social buffen. Und das. Cunning, was ist das? Taktik. Ja, machen wir das. So, das hier. Ja. Das hier ist Charm. Wie sie uns mögen. Hä? Dann nehmen wir doch das hier. Weil wir so noch Taktik bekommen. Taktik ist wichtiger. Als wir größer wurden, haben wir uns am meisten Zeit genommen für an Docs zu arbeiten. Ja, mit meinem Tutor. Ist eigentlich auch nicht schlecht, wegen Engineering. Gut, aber wir nehmen... Was waren wir denn schon wieder früher? Taktisch ist eigentlich auch gut. Aber Social ist eigentlich am wichtigsten. Wir sind am meisten am Marktplatz und bei den Karawanen gewesen. So, und jetzt, als wir erwachsen wurden, also junge Erwachsene, sind wir weit weggelaufen, mit unserem Pferd geritten, um in Garnisonen als Wache zu arbeiten, halt mit den Erkunder zusammenzuleben, trainiert mit der Infanterie oder einfach Leute gefolgt, die ja kämpfen wollten mit Bogen und Wurfspeer. Und das ergibt eigentlich nur die oberen noch. Das obere ist eigentlich ziemlich gut bei Bogenschützen. Oder das. Das ist hier Werfen. Werfen brauchen wir nichts. Also wollen wir jetzt nicht unbedingt so gut können. Deshalb eigentlich mit Pferd. Als Scout. Ja. Okay, nehmen wir als Scout. So, und bevor wir uns jetzt ins Leben als Abenteuer stürzen, haben wir noch unsere größte Errungenschaft gewonnen. Wir haben einen Gegner besiegt in einem großen Kampf. Wir sind in einer Karawane gewesen. Wir haben Geld in eine Arbeit gesetzt. Wir haben eine Belagerung überlebt. Wir haben eine gute Flucht, also eine große Flucht gemacht. Oder wir haben die Leute echt gut, also behandelt. Oder gehandelt. Ja, ich möchte gerne schon noch hier in Charm etwas senden. Oder in Leadership. Haben wir nur eins jetzt? Ich muss das unbedingt irgendwie noch pushen. Ja, wir müssen unbedingt das pushen. Cunning ist was? Taktik? Ja, also in einer Karawane. Und so sehen wir aus. Jetzt haben wir einfach Kleider, je nachdem, was wir gewählt haben. Und wir haben einen Hintergrund in der Story zum Auswählen. Wir haben einen Raider. Einer, der recht viel macht wisst, was Raids sind. Also irgendwas überfallen, gewinnen.
Das ist eher Arrow, das heißt, das Arrow-Ding geht hoch. Wir müssen eigentlich Scouting auch noch etwas haben. Ja, deshalb müssen wir das eigentlich mit dem Horse machen, mit dem Pferd. Dann wird er dort auch noch Skills haben. Es wurde leichter gemacht als in Warband, das sieht man. Also ich denke, es ist eigentlich so gut. Wir haben im Nahkampf wirklich gar nichts. Wir haben also Geschwindigkeit und so. Ja. Wir haben in Kontrolle nur Bogen und das nur auf Level 1. Das kann fast schon auf Level 2 machen, aber eigentlich ist Taktik schon gut, aber Scouting ist wichtiger, deshalb das. Ja, Pferde ist besser. Und eigentlich gar nichts in Intelligenzwissen Strotum. Okay, können wir nichts machen? Vielleicht können wir das noch buffen. Wie viel wir lernen, ist es auch. Ne? Das ist Medizin und Steward. Okay, um ein Dorf oder eine Stadt zu führen. Enter your name. Wir bekommen dann auch noch einen Nachnamen, deshalb nur Drago. Und ja, da steht alles nochmal, was wir so genommen haben. Also eher so ein Farmer, also ein Händler, der ganz viele Pfeile im Arm stecken hat, weil der Köche so ein bisschen reinglitscht. Aber das ist alles noch, ja, Pre-Release. Und sind gute Bogenschütze, gute Reiter, gut in Taktik. Und in Social haben wir einfach alles 2. Gut. Jetzt kommt das Wichtigste, der Schwierigkeitsgrad. Ich fange ein bisschen leichter an. Ich werde sonst alles auf realistisch machen. Die normalen bekommen easy Schaden. Ich kann auch realistisch nehmen, aber dann verlieren wir relativ schnell schon Leute. Deshalb lieber auf easy und nicht very easy. Und freundliche Partien machen wir auch auf easy. Die Spiele-Ding machen wir auch very easy, da ich nur auch ein bisschen schlecht kämpfen möchte am Anfang. Die Recruitment machen wir auch auf very easy, da ich gerne ein bisschen schon etwas machen kann. Und da wir am Anfang immer wieder eingeholt werden, leider auch very easy. Aber ja, ich könnte eigentlich hier auf realistisch machen. Weil wir werden ja Herrführer und da wir ja eigentlich auf die anderen schauen, also dass die anderen gut kämpfen und auch realistisch sind, also eher realistisch sind und nicht alles wegholzen, weil wir schon besser sind, machen wir das auf realistisch. Aber die anderen Sachen, ja, möchte ich gerne so auf very easy haben. Dafür mehr rekrutieren, genau. Wir wollen größere Kämpfe machen. Das ist der Death-Modus, also da können wir nicht mehr weiterspielen, wenn wir sterben, glaube ich. Und was die Clan-Member für Fähigkeiten haben, können wir eigentlich anmachen. Ah, dass die Perks automatisch zugewiesen werden, also auch nicht anmachen. Okay, dann geht's los. Ich habe mich, glaube ich, schon ein bisschen zu viel Zeit genommen. Ich mache das nicht so gerne. Ich bin eher ein schnellerer Spieler, aber dafür einer, der alles wirklich ausquetscht, also jedes Feature ist eigentlich auch gut anschaut und so. So, Bruder, der Nayon. Es ist 3 Jahre her, 3 Tage her, seitdem wir, ja, diese Leute, diese Bastarde getroffen haben. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen denken über die Sachen, die wir, ja, wo wir sie gefangen genommen haben, erzählen. Was ist mit deinem Kampf? Du schaust, als würdest du echt gut gekämpft, getrainiert haben auf einem großen... Ah, es schaut aus, als würde das ein wirklich altes Feld der Legion sein. Und ja, jetzt ist es Zeit, deine Skills, also deine Fähigkeiten auf die Probe zu bringen. Ja.
Ich möchte gerne mal auf den Kurs, auf die Strecke gehen und mal schauen, was ich bekämpfen kann. Los geht's. Ja, Play the Combat Tutorial. Okay. Can move your character forward. Es ist backwards, left, AD. Aha, gut. Ja, jetzt zeigt es an, wir müssen also hier durch. So. Hallo. Treten. Wir haben nichts. Dahin. Okay. Was nehmen wir denn? Eigentlich Schwert und Speer. Jo. Und jetzt? Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Nein, nicht liefen. Ja, es wurde nicht markiert. Also jetzt wurde es markiert. Jetzt. Ja, jetzt können wir selecten. Okay, sehr gut. Also. Na du? Jetzt müssen wir das noch ausrüsten, scheinbar. Okay, ich kann nicht. Ich habe jetzt das aufgenommen. Jetzt habe ich das nicht mehr aufgenommen. Ich habe F gedrückt. Jetzt. Okay, jetzt. Hä? Ah, wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite. Es wird aus, also entequipped. Dann müssen wir auf diese Seite gehen. Ja, okay, hier wird nicht. Also. Sehen wir schön blocken. Wir haben irgendwie Schaden bekommen. Oh, jetzt haben wir Schaden bekommen. Okay. Das ist echt ziemlich schwer. Ich kann nicht so schlagen, wie ich möchte. Ja, sicher. Der ist viel schneller als ich. Ich möchte gerne. Ja, jetzt. Weg da. Ja, wir sind nicht geskillt, das merkt man. Der ist recht schnell. Der hat gute Schildskills. Das Kampfsystem ist sehr gut. Nur ein bisschen verzögert. Also ich mag es nicht gern, wenn er so lange braucht, um zu schlagen. Jetzt haben wir ihn. Und ich mache jetzt auch nicht wirklich alles, was ich kann, oder? Also, ich spiele ja Rollenspiele. Da ist am Anfang noch nicht so gut. Du bist schneller tot, als du merken kannst. Denken kannst, ey, du bist Loser, Loser, Loser. So bin ich gut, hä? Man kann das immer noch machen. Jetzt zu zwei kämpfen gegen zwei. Geht's noch? Hey, das macht weh. Weg da. Du hast einen großen Schwenk. Das geht nicht. Also man kann immer noch recht Kompo-Attacken. Oh, nicht auf den Kopf. Hey, hallo. Der rastet aus. Hallo. Da war gar nicht. Oh. Ja, ja, jetzt kommt er. What? Er läuft durch ihn durchgeschlagen. Jetzt. Hör auf. Fertig. Es ist aus. Ich habe gewonnen. Nicht du. Hallo. Dam. 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 Er ist unbesiegbar. Nein. Fertig jetzt. Ich hab keinen Bock. Der cheatet. Okay. NPCs können cheaten. Das ist nicht so gut. Ich will aber das Pferd jetzt benutzen. Da müssen wir irgendwo anders hin. Okay. Schade, dass wir hier... Ja, wir müssen halt hier nochmal etwas equipen. Geht nicht mehr. Und es muss immer so weit weg sein. Okay. Verstanden. Jo. Ja.
Also viermal angreifen, viermal verteilen. Hä, wieso geht das nicht? Das zählt übrigens nicht. Okay, egal. Das müssen wir ja nicht wissen. Jetzt kämpfen die zusammen, okay. Ah, oh, die Krüge sind cool. Jetzt muss ich nur schauen, wie man rennen kann, also... Man läuft auch irgendwie so komisch. Pferd! Mit dem Pferd reiten, yeah! Insofern möchte ich noch kurz schauen. Ja, wir müssen leider den Part jetzt schon beenden. Es sind 30 Minuten schon übergegangen. Aber im nächsten Part reiten wir dann. Ja, Bogen schießen. Tschüss.